Hallo, guten Tag, hat er gesagt. Ich bin schon mal rückwärts wieder runtergefahren, also mit dem Popo voraus. War jetzt, ich würde sagen, okay. Sah bestimmt komisch aus, aber jetzt bin ich schon mal unten. Ich habe geguckt, das ist ja so eine Hauptquest hier. Die kann man so nicht annehmen. Aber, guck mal hier. Da ist ein Anhänger mit irgendwas drauf. Pritschenanhänger. Ich glaube, den hole ich mir als erstes, weil wenn wir hier so sind. Die Frage ist nur, ob ich denn spritmäßig, ob das so reicht, ne? Könnte man natürlich sagen. Ich hole mir den Anhänger hier. Und die erste Fabrik und bringe das schon mal dahin. Oder alles von der Seite. Ha, ich bin so durcheinander. Weiß nicht, was ich als erstes machen soll. Kann natürlich auch das dann machen und den dann da so hinbringen. Aber ich weiß nicht, ob hier Benzin noch rumsteht. Fragen über Fragen. Und dann stehe ich hier die ganze Zeit. Und ab Motor laufen, ne? Dann auch wieder cool. Also ich würde sagen, ich hole mir erstmal den Anhänger mit meinem bisschen Benzin hier noch. Komm ja eh hier nochmal hin, ne? Hier kriegen wir eine übergroße Fracht, muss ich ja auch noch abholen. Ach du heiliger Wimper. Also zu tun ist hier genug, um dieses Ding da zu reparieren. Da brauche ich ja richtig viel Stuff. Ich will hier auch ungerne nochmal ungerne hier nochmal rechts lang, ne? So, und jetzt müsste ich ja hier geradeaus. Also ich werde es hier mal riskieren. Ich werde hier mal reingucken. In die Mühle. Wenn das nicht ist, fahre ich nochmal. Also wenn da eh nichts ist, dann habe ich eh schon fast verloren, ne? Wenn wir nur hoffen, dass hier unten vielleicht noch was ist. Und vielleicht gucken wir uns auch gut um. Und werden gleich erkennen, dass hier irgendwo was steht. Glück hatten wir ja schon öfters mal. Und die werden ja hier, wenn es eh keine Tanke so richtig gibt, irgendwas hinstellen, oder nicht? Oh, wir zumindest. Wenn nicht, dann müssen wir mit unseren Freunden hier kommen. Mit unseren anderen Trucks und uns dann so ein bisschen helfen. Mir vorstellen, dass da denn irgendwas steht. Mal müssen wir gucken. Oh, ich wollte gar nicht so viel Matsch. Wollte hier am Rand eigentlich. Ja, der rutscht da so runter. Das ist Gaut. Mir den Tankanhänger jetzt. Ja, das kommt. Den Tankanhänger. Tun wir den Anhänger jetzt hier nach vorne, weil muss ja eh. Dann fahre ich nochmal die andere Kurve lang. Guck da, ob es denn irgendwas gibt. Aber hier könnte ich doch was unten durchpassen, oder? Weil bei der bringt es mir ja nichts, glaube ich. Oh. Upgrade. Ein Upgrade. Muss ich reinfahren? Die größte Frage ist ja, wie fahre ich raus, ne? Zack, nicht so weit rein. Juhu. Das Upgrade zwischendurch ist natürlich dann auch geil, ne? Oh, für den Western Twins da ist ja auch gar nicht schlecht. Den haben wir ja auch. Nochmal. Ich glaube, das ist ja fast besser, wenn ich so eine Wendung mache, oder? Und jetzt nochmal hin und her. Wir ja nur mal gucken, wie ich gleich hier rumkomme.
Ja. Bekommen wir uns da. Okay. Ja. Oh, geh mal da. Hahaha, Trick 18. Das war jetzt überraschend cool. So, hier haben wir denn schon mal Stahlträger einmal. Okay. Naja, besser als nichts, ne? Und den Anhänger, den wollen wir ja dann natürlich irgendwie auch mitnehmen. Ja, logisch. Vier Liter werde ich dafür verbrauchen. Ach ne, 4 Liter im Stand schon. Das ist eine Menge. Oh, ich glaube, den tiefen Schnee, den mag ich nicht so. Aber jetzt geht's wieder. Gut. Ja, es geht ja alles gut, solange ich Benzin finde, wäre das ja völlig okay hier. Kann den Anhänger ja auch da denn stehen lassen, theoretisch, weil denn irgendwann, wenn die Pipeline ja gebaut ist, ich das ja ganz einfach dann zum Anhängershop dann zotteln kann. So. Jetzt haben wir den ja eigentlich auch nur an der Winde. Also nicht nur eigentlich. Den haben wir nur an der Winde. Okay. Ich habe mir selber hier so ein bisschen schlecht rein manövriert, aber. Ah, geht auch noch. Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir da jetzt hier irgendwas finden. Ein Schlückchen reinstes Benzin. Wäre eigentlich total toll. Aber ich sehe gar nichts. Nö. Okay, was machen wir jetzt? Also den könnten wir ja dahin bringen. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Hier mit der Holzstation. Oder wir sagen, wir machen hier mal einen rückwärts. Hier hinten gibt es ja auch noch einen. Ne? Und welche beiden haben wir denn hier? Ein Bergfluss. Den hier und den Fleets da. Also den würde ich ja lieber den Tiger mitnehmen. Weil der hat den Anhänger hier schon drauf, ne? Und mit denen dann auch schon mal was mitnehmen. So, mit denen können wir ja auch noch was mitnehmen. Also hier haben wir genug da. Stahl jetzt nicht unbedingt. Was können wir hier? Logistikzentrum, was können wir hier holen? Ersatzteile. So, dann hätten wir Ersatzteile. Dann bräuchten wir noch Holzplanken. Gibt es hier hinten noch? In der Fabrik. Stahlträger. Naja, die brauchen wir nicht. Die wären ja denn da schon. Aber wir könnten hier auch die andere Route nehmen. Hier hinten lang. Logistik. Einmal wieder drehen. Wieder zur Tankstelle. Und dann hier einmal runterfahren zur Sägemühle. Und da noch die Holzplanken holen, ne? Jo. Was gibt's hier hinten beim Lagerhaus noch? Oh, guck mal, hier gibt's auch mittelgroße Rohre. Wie komme ich denn zu dir dahin? Ah, wahrscheinlich da so. Das sollten wir auch mal aufdecken.
Also ich glaube ja, die Holzplanken, das ist jetzt nicht so das Problem. Das kriegen wir so alles hin. So, hier war ja nur Stahlträger. Und bei den hier gibt es ja richtig viel. Betonplatte. Aber hier gibt es nur die mittelgroßen Rohre. Überfracht nicht. Okay, wir fahren hier nach unten. Ich habe mich für einen Weg entschieden. Ist das nicht toll? Nach 500 Jahren denn. Ja, was heißt nach 500 Jahren? Oha, der Hang rutscht ab anscheinend. Was für eine grandiose Wendung. So, Ersatzteile einmal, bitte. Und jetzt könnten wir eigentlich der mittelgroße Rohr denn mitnehmen, ne? Ich fahre doch jetzt auch richtig, ne? Ich markiere mir jetzt mal lieber. Also, ich müsste ja hier, 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 hier tanken, raus, rein. Und dann hier hinten irgendwo lang. Glaube ich zumindest. Dass der Weg ist. Wahrscheinlich wird auch das der Weg sein. Aber ich weiß es nicht so richtig. Irgendwas von den fünf Sachen wird der Weg sein. Für die kleine Pipeline. Jo, jetzt schafft der. Gute Kurve, Junge. Gute Kurve. Schön, schön, schön. So ist ja noch alles in Ordnung hier, ne? Das wird da auch hier alle drauf passen, oder? Oh, guck mal. Uhuhu. Also noch schafft er sowas, ne? Ich glaube, wenn du richtig Gewicht drauf hast, dann wird es hier auch schwierig. Nur einmal eine Tankung jetzt noch. Besonders, wir haben ja den einen Turm, den müssen wir ja eh noch, ne? So. Ja, vollständig. Ja, eh hier rein. Ja, der kriegt ja auch eine Jute hin. Da ist der Turm, okay. Und mal gucken, wie wir an den Turm gleich kommen, ne? Ah, das schafft er sogar ohne Hilfe jetzt hier. Ja, was muss ich denn hier berühren? Ich glaube. Ich will jetzt nicht mit den Dingen da rauffahren. Ich muss dahinter oder was? Wie komme ich denn an dich ran? Wie komme ich denn zu dir da unten hin? Sag mir nicht der Weg hier. Ja, wahrscheinlich. Muss ich ja eh hier irgendwie wenden, oder was? Oder was ist das hier für ein Weg? Gibt es hier Tunnels? Tunnelze?
Was ist denn, wenn ich mit denen hier runterfahre? Wo komme ich denn da hin? Interessant wird's, ne? So. Naja, ich versuche mich dann wieder rauszuziehen hier. Geil. Machen wir das mal hier. Also ich denke mal, hier ist dieses Flussbett, was wir hier nach unten müssen. Und da unten ist ein Upgrade, was wir... Oh, toll, ey. Da kommen wir ja hier wieder zurück. Wenn wir hier... Ich lösche das mal alles. Wenn wir jetzt hier irgendwie vielleicht... Na, vielleicht mal so hier hinten rumfahren. Das wäre ja mal toll. Also das hat schon mal gut geklappt hier. Aber das hier wird nicht so gut klappen. Meinst du, wir können den ganzen Weg zurück machen? Also was heißt denn den ganzen Weg? Wenn ich da so die Fläche angucke, können wir uns da bestimmt hier gerade rein manövrieren. Und das jetzt ganz nur für so einen Aussichtsturm. Hier müssen wir rein, ja. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Ach, lass kommen. Nur Rüst noch an. Dann mal abwärts wird es ja noch gehen, ne? Oh, ich sitze auf. Also ich muss sagen, ich hatte in letzter Zeit auch clevere Ideen gehabt, außer das hier. Aber noch sieht lustig aus. Oh, jetzt sitzen wir aber richtig. Kann ich mir irgendwo wegziehen? Na, irgendwie nicht, ne? Oh ja, und jetzt geht's ab jetzt hier. Jetzt geht's los. Jetzt geht's alle festhalten, bitte. Jetzt geht's hier los, die will. Na, okay, ist schon wieder vorbei. Hängen aber auch so tief in der Schlotze. Oh ja, das ist ein guter Baum. Ich wollte eigentlich hier so am Rand so lang. Nicht eigentlich aus wie der schönste Weg. Wer baut denn das hier auch hier unten hin? War Jana auch schon, ich werde hier niemals hochkommen, wahrscheinlich. Also wenn es jetzt hier ein bisschen steinig wäre, wäre es wahrscheinlich noch grau da. Aber sonst nicht, der wird jetzt da vorne, nee, doch, der schiebt es lang.
Oh, er kriegt nochmal Tempo drauf. Also wenn das da der Weg abwärts, ich weiß auch nicht, ob es hier der richtige Weg ist. Ich sehe es ja gleich, wenn ich hier wahrscheinlich lang fahre. Also nicht, ob man den so fahren sollte. Aber trotzdem lustig. Ich glaube, das hier ist mehr der Weg. Hier so. Und dann hier so hoch oder so. Aber werden wir gleich dann wissen auf dem Rückweg. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht hier runter. Und wer hätte gedacht, dass man dazu fahren kann? Hier ist so ein kleiner Anhänger. Ist schon mal guter, weil dann können wir hier schon mal ein Liter noch nachtanken. So. Und die Frage ist ja jetzt hier mit meinen riesen Röhrchen. Mittelgroßes Rohr, brauchen wir sonst noch was? Holzplanken, Ersatzteile haben wir, die haben wir. Holzplanken kriegen wir drüben. Oder hier noch in der Nähe, ne? Das wäre ja auch was, ne? Haben wir hier noch Holzplanken in der Nähe? Einmal Holzplanken in der Nähe, bitte einmal zeigen. Aber wir könnten rein theoretisch zurückfahren. Oder ich weiß ja nicht, wo der Weg hier lang führt. Wenn wir jetzt hier so runter machen. Und wir haben ja hier noch einen Weg, ne? Das könnte der Weg sein. Wollen wir den mal fahren? Los, komm. Ist ja eh scheißegal. Wir sind jetzt schon so lustig unterwegs hier, dass ich glaube, dass das hier unser Glücksweg wird. Ne, das war falsch. Klickt hier ran. Okay, auf geht da der Meter und jetzt geht's los. Der hat immer Differentialsperre an, ne? Dass der um die Kurven kommt, ist auch so ein halbes Wunder. Oh. Okay, mal, hier ist ein richtig schöner Weg eigentlich. Den sieht man bloß nicht. Okay. Naja, da unten werde ich jetzt nicht unbedingt reinfahren. Oh, jetzt wird's schräg, ne? Ich mach mal ein bisschen langsamer Gas geben, weil. Diese Schräglage sieht mir sehr, sehr schräg aus. Geschafft, ne? Gut. War ja gar nicht so schräg. Ihr wisst doch, was das Tolle ist? Wir sind ja jetzt hier gleich beim Holzfäller. Lebt denn der alte Holzfäller noch? So, ja, wir brauchen den Weg nur. Oh, cool. Jetzt haben wir hier zwar Umfahrten des Todes gemacht, aber irgendwie war das doch relativ lustig. Aber warum? Hätte das gedacht, ey. Oh. Eieieiei. Also A ist hier schon mal ein Baumstamm im Weg. Den finde ich gar nicht so lustig. Den so ein bisschen umfahren könnten. Und jetzt wird es gar nicht mehr lustig. Ja, natürlich hier versacken. Wir haben Glück, dass hier steht noch ein anderer Truck direkt von uns. Und andererseits gibt es ja auch ein Upgrade. Habe ich gesehen auf der Karte. Ja, der könnte jetzt. Jo. Jetzt hat er Bock. Wenn wir jetzt hier das andere Upgrade haben. Achso, das ist hier unten. Das will ich mir irgendwie holen. Also, dann könnte ich hier einmal lang. Oh, jetzt komme ich nicht mehr lang. Das ist ja irgendwie hier versackt. So, also hier eben Holzplanken, dann nochmal rausfahren, abkoppeln
Und dann ist gut. Oh, das war ich jetzt nicht, ne? Also, dass ihr denkt, was macht der denn da? So, nein. Wieso Stahlträger? Bist du doof? Wieso Stahlträger? Ach so, nein, da oben muss ich hin. Ah, ja, ist doch okay. Ich hab's jetzt verstanden. Aber da könnten wir ja auch wieder raus, ne? Oh, ich will das Upgrade noch. Aber ich sag mal so, der heutige Weg ist extrem gut, um eigene Fähigkeiten zu testen. Um zu kicken, ob man, was geschafft hat, ne? So, ich mach den mal lösen. Ich habe jetzt hier keine Angst, weil wir haben ja noch einen zweiten in der Nähe. Da oben gleich. Aber ich will mir auch das Upgrade mal markieren hier. Wo soll denn das sein? Also ich müsste hier irgendwie den ganzen Schlotterweg gleich runter. Ich fahre hier einfach mal mit rein hier. Einfach so. In diesen buschigen Busch. Und ich sehe es auch schon. Na, so weit ist es denn doch nicht, ne? Ich muss das ja nur ein Stück. Oh, aua. Nur ein Stück berühren. Hab schon noch ein Stück. Ja. Schnellgetriebe. Für den verfügbaren. Oh, fast für alle. Schnellgetriebe. Oha, hochwertiges Getriebe mit erhöhter Gangzahl und Hochgeschwindigkeit sowie einen zusätzlichen Schnellgang auf Kosten der Widerstandsfähigkeit. Das ist ja mal sehr, sehr sexy, muss ich sagen. So, jetzt muss ich eigentlich mit dem Arsch nur noch genauso rückwärts, wie ich gekommen bin. Mich anstöpseln und dann eine Toll zu, ne? Oh. So, und jetzt müssen wir der Straße hier folgen. Achso. Dann muss ich ja sagen, sind wir ja heute Wege gefahren, die es in sich hatten. Aber das Holz will ich wenigstens noch abholen. Das sollte heute noch drin sein. So ein Sonntag. Und liebe Leute, denkt daran, morgen Stream. Für die Community oder mit der Community. Mit den altbesetzten Stammleuten. Ich hoffe, es werden mal irgendwann nicht so viele dazu alle streiten. Aber. Ja. Andererseits hoffe ich auch, dass ein paar Leute kommen. ich habe so vor, ich mache das heute denn noch fertig. Und wahrscheinlich ist es schon, bevor die Folge kommt, fertig. Wir starten morgen von 14 bis 18 Uhr, ist angedacht. Also der, der Zeit und Böckel hat, der kommt einfach mit und fährt eine Runde in Tamir. So, Holzplanken. Und dann sind wir ziemlich wild beladen. Und ich muss sagen, das war gaudig. Das war eine sehr spontane. Ach, warum fährst du denn nicht daraus hin? Sehr spontane und lustige Fahrt. Und dann haben wir hier ja noch einen Todesberg, ne? Der sieht ganz schön hoch aus. Aber das bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.